Hier geht es jetzt darum, wie wir die Spitzen der Schuhe an den Schuhschlauch andocken. Also Szenario wäre so, wir haben hier ein schlauchartiges Objekt mit einer Öffnung vorne und dort vorne soll jetzt passgenau eine Kappe aufgesetzt werden. Die Kappen, die ich hier habe, das sind alle Objekte von dem Helmlet oder Helmet, was wir vor ein paar Wochen mal gebaut haben. Das sind also solche Sketch gestützte Objekte, wo ich die Form ändern kann, wo ich ein paar Parameter habe. Und aus so einem Objekt kann ich jetzt einfach eine Freiformfläche machen, backen, wie ich sie brauche, ein Bezier-Surface, dem ich hier drauf drücke, dann ist dieses Objekt da. Das habe ich jetzt mehrfach gemacht. Und jetzt möchte ich gerne, dass diese Objekte hier einfach angedockt werden. Ich lösche das alles, setze das alles nochmal zurück. So. Und dann lassen wir einmal ein Skript laufen. Der ist dann in der Oberfläche drin. Da wird jetzt die Lage angenähert berechnet, weil ich mir davon ausgehe, dass die Spitzen nie genau auf den Schuh passen, dass man dann hinterher noch eine Annäherung machen muss. Und mit dieser Methode kleinsten Quadrate versuche ich, das möglichst genau aneinander anzupassen. Fangen wir der Reihe mal an. Wir blenden hier mal ein bisschen was aus. Den Schlauch auch. Das erste wäre hier eine genaue Anpassung von zwei Spitzen gegeneinander. Wird man praktisch nicht brauchen, soll aber mal zeigen. Ich kann also hier das Objekt 2001, das ist das hier. Dieses hier und das Objekt 2003, das ist das hier, die werden jetzt passgenau aneinander angepasst. Beide haben die gleiche Grundfläche. Dann haben wir als nächstes die Anpassung des Objektes 2001. Das ist wieder dieses hier an den Schlauch. Und die Passung sieht man jetzt hier oben. Die ist also nicht genau, weil das lilane Objekt jetzt kleiner ist als das andere. Und da gibt es aber eine Zuordnung. Man sieht jetzt hier das Mapping und sieht, hier müsste man das jetzt auf- bzw. auseinanderziehen, damit es passt. Und da gibt es jetzt verschiedene Versuche mit verschiedenen Kuppen. Und man sieht hier immer ein etwas anderes Bild. Ich blende jetzt mal die Kuppen aus. Dann sieht man hier diese Zuordnungen. Das ist jetzt noch ein drittes Beispiel. Alles hier oben an dieser Öffnung. Und wir haben natürlich auch ein Beispiel auf der Unterseite. Da muss ich jetzt den hier ausblenden. Und da brauche ich dann ein Objekt. Der 2004, das ist der hier. Und der wird hier unten reingepasst. Da merkt man, dieser hat eine größere Öffnung als der Schlauch und muss deswegen auch ein bisschen überstehen an der einen Seite. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt optimiert mit der Methode der kleinsten Quadrate bezüglich der Abstände der Pole der einzelnen Flächen zueinander.